2017 findet der Hessentag hier bei uns in Rüsselsheim statt. Das ist für uns alle eine einmalige Chance, viele Menschen in unsere Stadt einzuladen, Rüsselsheim einmal von einer ganz anderen Seite zu präsentieren. Die Vorbereitungen für den Hessentag laufen bereits auf Hochtouren, auch wenn Sie noch nicht viel davon sehen. Sicher haben Sie zum Hessentag jede Menge Fragen und wollen wissen, wie die Vorbereitungen vorankommen. Mit diesem Film frage ich alle Sie auf eine Reise mitzunehmen. Mit der Ausrichtung des Hessentages können wir das Image der Stadt in der Region verbessern und unseren Zusammenhalt stärken. Von diesen positiven Erfahrungen berichten auch andere Hessentagsstädte. Rüsselsheim hat unglaublich viel zu bieten und beim Hessentag können wir das 10 Tage lang vielen Gästen zeigen. Darüber hinaus gibt es auch noch den finanziellen Anreiz des Landes Hessen, das uns mit einem Investitionszuschuss für viele Baumaßnahmen unterstützt. Mit dem Investitionszuschuss können wir endlich eine Reihe von Maßnahmen verwirklichen, die schon länger geplant sind. Dazu gehören einige Umgestaltungen im Bereich der Innenstadt, wie zum Beispiel am Marktplatz, Friedensplatz und in der Frankfurter Straße. Auch am Main-Vorland und im Werderpark sind weitere Verschönerungen geplant. So wird der Hessentag über die Veranstaltungen hinaus auch weit in der Zukunft wirken. Ich wünsche mir, dass wir stolz sind auf unsere Stadt und sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Es gibt eine Reihe von festen Programmpunkten, die einen Hessentag ausmachen. Dazu gehören zum Beispiel Ausstellungen, HR-Treff, ein Festzelt und eine große Open-Air-Bühne, um nur einige Dinge zu nennen. Darüber hinaus haben wir selbst auch Gestaltungsspielraum. Wir möchten uns als Stadt Rüsselsheim mit 2 Themen vorstellen, die den Hessentag in Rüsselsheim einzigartig machen sollen. Das erste Thema ist unser Wandel von der Arbeiterstadt zu einem modernen Technologiestandort. Rüsselsheim hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Wirtschaftsstandort entwickelt, an dem viele kluge und gut ausgebildete Menschen Tag für Tag an Technologien der Zukunft arbeiten. Das wollen wir der breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Eine weitere Eigenschaft Rüsselsheims ist die Internationalität unserer Stadt. Über 120 verschiedene Nationalitäten leben hier friedlich miteinander. Auch das soll unseren Gästen am Hessentag erlebbar gemacht werden. Sei es kulinarisch oder kulturell. Diese beiden Schwerpunkte bringen die Stadt Rüsselsheims auf den Punkt und bieten ihnen viel Raum, sich selbst zu entfalten. Die Ausrichtung des Hessentages ist insgesamt eine große logistische Herausforderung. Sicherheit, Verkehr, Energie, Wasserversorgung und vieles andere mehr sind neben Programmplanung zu berücksichtigen. Daher habe ich ein Organisationsteam ins Leben gerufen, das aus insgesamt 50 Personen besteht, die sich neben ihrer normalen Arbeit nun verstärkt um die Planung des Hessentags kümmern. Die Zustimmung, die ich rund um den Hessentag erlebe, ist schon jetzt überwältigend. Viele Menschen kommen auf mich zu und sagen mir, dass sie mitmachen wollen. Allen voran können wir mit der großen Unterstützung der Agropopula rechnen, worauf ich sehr stolz bin. Es wird auch noch viele weitere Unterstützer geben müssen, sonst ist eine Veranstaltung in dieser Dimension nicht zu stemmen. Ohne Ihre Hilfe nicht möglich sein. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten kennt dabei fast keine Grenzen. An Infoständen, bei der Kinderbetreuung, an den Aktionsbühnen. Die Liste ist lang. Es ist die größte Veranstaltung der nächsten Jahre in Rüsselsheim. Ich lade Sie ein, Teil davon zu sein und freue mich sehr über jede helfende Hand bei den Vorbereitungen oder während des Hessentages. Und jede Idee und jede Anregung ist herzlich willkommen. Mir ist es wichtig, dass Sie immer auf dem Laufenden sind. Daher werden wir auf unserer Homepage, auf Facebook und in der Presse immer aktuelle Informationen für Sie bereitstellen. Wir wollen Rüsselsheim 2017 überraschend anders präsentieren. Sind Sie dabei? Ja, meine Damen und Herren.